Unsere Erde ist zu 71% mit Wasser bedeckt. Im Gegensatz zu ihren Landmassen sind die Ozeane und speziell die Grenzflächen zwischen Wasser und Meeresgrund noch weitgehend unbekannt. Doch gerade die Prozesse zwischen Meerwasser und Boden sind entscheidend für die Stoffkonzentrationen im Boden, im Wasser und auch in der Atmosphäre. Für uns geht die Reise heute an die deutsche Nordseeküste und in die Gewässer vor Helgoland, der kleinen deutschen Hochseeinsel, 40 Kilometer vom Festland entfernt. Eine Woche lang begleiten wir eine Gruppe von Wissenschaftlern verschiedenster Fachrichtungen. Was sie verbindet, ist ihr Interesse an den chemischen Prozessen und Stoffkreisläufen im Lebensraum Ozean. Fortbewegungsmittel und Zuhause für die nächsten 5 Tage wird das kleine Forschungsschiff U-Turn sein. Die Wissenschaftler werden auf ihr schlafen, essen und arbeiten. Margot Isenberg-Schröter. Ich bin Professorin für Hydrogeologie und Hydrogeochemie an der Universität in Heidelberg. Jan Hartmann, ehemaliger Bachelorstudent an der Uni Heidelberg. Ich fange im Winter meinen Master in Heidelberg an. Ja, mein Name ist Sabine Kasten. Ich bin marine Geochemikerin und arbeite am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Ich bin Michael Staubwasser. Ich leite die Arbeitsgruppe Isotopengeochemie an der Universität zu Köln. Ja, auf dieser Ausfahrt war ich die Fahrtleiterin und habe mich um das wissenschaftliche Programm gekümmert und alles drumherum, die Organisation und alles, was dazugehört zu so einer Fahrt. Beginnt in Bremerhaven, führt uns raus auf die raue Nordsee und zu unserem Ziel, dem Helgoländer Schlickgebiet. Das Schlickgebiet ist mit 500 Quadratkilometern der größte Sedimentationsraum der inneren deutschen Bucht. Mit der Zeit lagern sich hier mehr und mehr feine Partikel am Meeresboden ab, die als Schwebfracht im strömenden Wasser transportiert werden. Der größte Anteil des Sediments stammt dabei aus der Nordsee selbst und nicht etwa, wie man vermuten könnte, aus den Flüssen Weser und Elbe. Durch diese wird zwar mit den Ebbströmen sehr viel Sediment ins Meer transportiert, mit der Flut jedoch wieder zurück in die Ästuare und Watten der Küste geströmt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts aber greift der Mensch massiv in die Ablagerungsprozesse ein. Um die Fahrrinnen der Elbe bis zum Hamburger Hafen zu vertiefen, wurden durch sogenannte Dredge-Arbeiten Sedimente aufgewirbelt, die dann mit der Flussströmung in die Nordsee abtransportiert wurden. Zusätzlich werden seit 2005 große Mengen an Schlick im Hamburger Hafen entnommen und südöstlich vor Helgoland verklappt. Lange nahm man an, dass sich dieser mit Schadstoffen belastete Schlick nur in der natürlichen Sedimentfalle des Schlickgebietes ablagert und nicht weiter in die Nordsee verteilt. Ein Ziel dieser Ausfahrt ist es, diese Hypothese anhand der Arsenbelastung im Schlickgebiet zu überprüfen. Die Wissenschaftler werden Sedimentproben im Verklappungsgebiet und nördlich davon im naturbelassenen Raum nehmen. Anschließend wollen sie die Arsenkonzentration in Sediment- und Porenwasser untersuchen und in den beiden Gebieten vergleichen. Mein Hauptinteresse sind Prozesse im Meeresboden, vor allen Dingen chemische Prozesse, die nach der Ablagerung von Partikeln, sei es tote Tiere oder auch Sedimente, die von Land über Flüsse oder auch mit Staub in das Meer eingetragen werden, was an chemischen Prozessen mit diesen Substanzen passiert. Und wir wollen gerne quantifizieren und verstehen, welche Stoffe, auch sei es Nährstoffe oder auch CO2, wieder aus den Sedimenten heraustransportiert wird. Und das versuchen wir zu untersuchen und auch zu quantifizieren. Auf dieser Fahrt war es für uns auch wichtig,
Proben aus der Wassersäule zu nehmen, also aus dem Wasser, was über dem Sediment sich befindet, und dem Sediment, also den Ablagerungen am Meeresboden. Das bezeichnen wir Geochemiker oder Geologen als Sedimente. Und wir haben Proben aus diesem Meeresboden ausgestochen und dann haben wir aus diesen sogenannten Sedimenten das Wasser herausgezogen, was im Porenraum dieser Sedimente enthalten ist. Und anhand dieses Wassers, dessen chemische Zusammensetzung wir untersuchen, können wir etwas über die Prozesse, die im Meeresboden ablaufen, aussagen. Und wir können auch damit berechnen, wie viel von den Stoffen, die ich eben erwähnte, Nährstoffe oder auch klimawirksame Gase, wie zum Beispiel CO2 oder Methan, aus diesen Sedimenten heraustransportiert werden, wieder ins Wasser und plötzlich oder letztendlich auch wieder in die Atmosphäre transportiert werden können, um da als klimawirksame Gase auch zu fungieren. Schauen wir uns die Prozesse im Meer mal ein wenig genauer an. Organisches Material wie zum Beispiel Algen werden in den obersten Wasserschichten gebildet und sinken nach ihrem Absterben auf den Meeresgrund. Dort dienen sie als Nahrung für die Mikroorganismen, die im Sediment leben. Nach ganz spezifischen Mustern wird das Material abgebaut. Dabei entsteht eine typische Zonierung des Sediments. Genau wie wir wollen die Mikroorganismen möglichst viel Energie gewinnen bei einem möglichst geringen Aufwand. Als erstes verbrauchen sie den freien Sauerstoff, der in ihrer direkten Umgebung zur Verfügung steht. Die Sauerstoffkonzentration nimmt im Porenwasser dementsprechend ab. Genau so setzt sich dieser Vorgang in tieferen Sedimenten fort. Ist ein energiereicher Stoff wie Sauerstoff verbraucht, müssen Mikroben auf andere Stoffe, Mangan oder Eisen, ausweichen, die etwas weniger Energie liefern. Das heißt, im Grunde genommen ist es das Gegenteil der Photosynthese. Bei der Photosynthese wird aus Sonnenlicht und CO2 organische Substanz gebildet. Diese sinkt, das können zum Beispiel Algen sein, die sinken auf den Meeresboden. Und genau wie Prozesse, die auch im Boden, zu Hause, im Vorgarten passieren, sind diese Prozesse, die wir auch im Meeresboden finden. Das heißt, es gibt Mikroorganismen, die Energie daraus gewinnen, dieses Sonnenlicht, was in Energie, in organische Substanz gespeichert ist, wieder verfügbar zu machen für ihre eigenen Stoffwechselprozesse. Und genau das finden wir in den Sedimenten auch ausgeprägt. Das heißt, wir haben in den obersten Sedimenten, das kennen viele auch, wenn man sich im Watt zum Beispiel die Sedimente anschaut, dann sind die an der Oberfläche so bräunlich, dann wissen wir, da ist noch Sauerstoff vorhanden. Und der ist aber sehr schnell verbraucht, das heißt, diese Ablagerungen werden schwarz oder gräulich und dann werden andere Substanzen, die noch Sauerstoff enthalten, chemische Verbindungen, können dann von Organismen verwendet werden. Die Fragestellung dahinter ist zum einen natürlich, sich zu überlegen, ist die Belastung jetzt durch die Verklappung von Hafenschlägen höher? Das ist die pauschale Frage. Dann geht es aber darum, in welcher Form liegt das Arsen gebunden vor und wie mobil ist das Arsen in diesen unterschiedlichen Sedimenten. Man weiß, dass das Arsen im Zuge der Frühdiagenese unterschiedliche Redoxformen annimmt, dass es im oxischen Bereich eher als Arsen 5 vorliegt, das heißt, es ist eine oxidierte Form, die nicht so leicht verfügbar ist, nicht so mobil ist, während unter reduzierenden Bedingungen das Arsen dann reduziert wird, als Arsen 3 vorliegt. Das Arsen 3 ist in der Regel viel mobiler und wird entsprechend von Organismen leichter aufgenommen. Und uns interessiert einfach in der Abfolge der Sedimente, ob während des Umsatzes organischer Substanz, der ja durch verschiedene Oxidationsmittel passiert, sich die Bindungsform einerseits und die Redoxstufe andererseits verändert von Arsen. Zur Entnahme der Proben aus dem Sediment verwenden die Wissenschaftler dieses Gerät, das Multicorer oder auch einfach MUG genannt wird. In diesen Röhren wird später das Sediment vom Meeresboden aufs Schiff transportiert. Die Wissenschaftler bohren kleine Löcher in regelmäßigen Abständen hinein, durch die dann das Porenwasser entnommen werden kann. Hier sehen wir, wie der MUG vor seinem ersten Einsatz zusammengebaut wird. Sind alle Rohre eingebaut, wird das schwere Gerät mit Hilfe eines Krans über die Reling ins Wasser gehievt.
In den Röhren befinden sich nun ungefähr 30 cm Sediment. Um Kontamination zu vermeiden, werden die Rohre mit Gummistopfen verschlossen und dann ins Innere des Schiffs gebracht, um dort die Poren besser zu entnehmen. Ich bin durch die Kooperation von der Universität Heidelberg mit dem AWI hier in Bremerhaven zum Praktikum gekommen am AWI und hatte da die Möglichkeit, letztes Jahr auf der Heinke mitzufahren und bin eigentlich erst dadurch so an die Marineforschung geraten. In Heidelberg ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht allzu hoch, dass man mit Marinenproben zu tun hat. Und ja, dieses Jahr bin ich wieder dabei wegen den tiefergehenden Forschungen, die wir jetzt nochmal anstellen wollen oder Untersuchungen. Und mal gucken, was sich daraus entwickelt. Also ich bohre hier vor, ich nehme Kleber durch, stecke dann das Rhizon rein, das sind 0,1 Mikrometer große Filter eigentlich. Schließe dann eine Spritze an und ziehe die auf. Dadurch erzeuge ich ein Vakuum oder einen Unterdruck, besser gesagt. Und dann läuft das Wasser in die Spritze rein. Also füllen das jetzt, die kleinen Spritzen haben wir hier die zentimeterweise geprobt und füllen das dann, die identischen Tiefen, füllen wir dann hier in die große Spritze um, die zu mischen, jeweils die gleichen Tiefen zu mischen und dann mit den Analysemethoden entweder hier direkt im Labor oder zu Hause zu analysieren. Wir machen das Ganze durch diesen Schlauch, um möglichst den Sauerstoffkontakt zu vermeiden. Irgendwelche Oxidationen zu vermeiden, weil wir auch die Arsen Spezifizierung machen wollen. Echt? Habe ich schon dreimal die 8? Ja, mehr gibt es nicht davon. Oh, hier ist es nah. Ja, das ist wenig. Also wir haben zum einen den Feststoff untersucht, zum anderen das Porenwasser. Dafür haben wir die Kerne genommen mit dem Muck und haben dann die Feststoffe eingefroren und in Heidelberg untersucht, beziehungsweise haben wir jetzt wieder eingefroren und werden sie untersuchen, mit verschiedenen Aufbereitungsmitteln und Möglichkeiten. Und die Porenwässer werden wir gekühlt nach Heidelberg transportieren und da ebenfalls untersuchen. Vorwiegend auf Arsen und deren Speziesverteilung, aber auch natürlich auf die ganzen Redox-Spezies, wie Eisen, Mangan und so weiter. Also wir haben herausgefunden, dass im Verklappungsgebiet deutlich weniger Arsen im Feststoff ist als im natürlichen Gebiet. Haben aber im Porenwasser dann herausgefunden, dass das Porenwasser deutlich mehr Arsen enthält im Verklappungsgebiet. Also es genau gegenläufig ist. Wie von Jan erwähnt, zeigen die Arsenkonzentrationen der Feststoffproben einen höheren Wert im natürlichen Gebiet. Dies liegt vermutlich an der Verdriftung des feinkörnigen Anteils des Verklappungssedimentes. Arsen bindet sich bevorzugt an diesen Anteil und wird somit über die Nordsee verteilt. Im Porenwasser stellt sich die Problematik nun genau gegenläufig dar. Hier sind die Konzentrationen im Verklappungsgebiet wesentlich höher. Dies ist ein Resultat der erhöhten Umsatzraten im vom Menschen beeinflussten Gebiet. Wir machen einen großen Sprung auf die andere Seite der Erde. Die Wissenschaftler und Professor Staubwasser von der Universität Köln sind eigentlich an arktischen Gewässern interessiert. In der heimischen Nordsee testen sie vor allem ihre Ausrüstung für eine anstehende Expedition zu den südlichen Shetlandinseln nach King George Island. Es geht hier primär darum, die Materialien zu testen, das Reinraumzelt, die Flaschen, das Handling, das alles. Wir müssen das ja alles dann vom Floß aus machen. In der Antarktis oder vom Schlauchboot aus. Und da wir natürlich
auf King George Island keine Möglichkeit haben, irgendwas schnell mal zu besorgen, wenn etwas fehlt oder wenn etwas schief geht, müssen wir das halt hier wirklich ganz genau ausprobieren, sodass es alles funktioniert. Mit diesen speziellen Flaschen entnehmen sie die Wasserproben, um anschließend im Wasser enthaltene Spurenelemente zu analysieren. In der Antarktis sind sie speziell an den erhöhten Eisengehalten um die Shetlandinseln interessiert. Eine wichtige Rolle spielt das Eisen bei den Stoffkreisläufen der Ozeane. Als Mikronährstoff ist es zum Beispiel essentiell für die Photosynthese und damit für das Wachstum von pflanzlichem Plankton. Schauen wir uns die Planktonverteilung in den Ozeanen einmal an. Sie lässt sich durch die Chlorophyllkonzentration in den oberen Wasserschichten darstellen, die mithilfe von Satelliten erfasst werden kann. Blaue Farben zeigen hier sehr niedriges Planktonvorkommen an, gelb und rot dagegen ein sehr hohes. Wie man sieht, sind planktonreiche Gebiete vor allem in den nährstoffreichen Gewässern der westlichen Kontinentalränder und an den Mündungen der großen Flüsse, wie zum Beispiel des Amazonas. Doch wie schaut es im südlichen Ozean rund um die Antarktis aus? Also der gesamte südliche Ozean ist eisenlimitiert, was das Planktonwachstum anbetrifft. Und bis auf eben diese Stellen, wo die Inseln sind, da ist dann Eisen genug vorhanden und da findet man dann auch sehr hohe Planktonkonzentrationen im Wasser im Vergleich zu den restlichen Regionen des Südozeans, wo es eigentlich in dem Moment, wo kein Eisen mehr da ist, auch kein weiteres Plankton mehr wächst. Also wir haben erstens mal sehr große Volumina zu bearbeiten. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, weil die Konzentrationen so niedrig sind, können die Proben natürlich auch sehr leicht kontaminiert werden. Deswegen müssen wir das alles im Reinraumzelt machen. Ein kleiner Rostkrümel reicht aus, um eine gesamte Schiffsausfahrt eigentlich zu kontaminieren. Nun ist es an der Zeit, die vielen Ergebnisse an den Instituten auszuwerten. Bald werden wieder andere Forscher kommen, um mit der U-Turn raus auf das Meer zu fahren. Für mich ist der große Reiz, dass man in verschiedenste Meeresregionen einfach kommt und schaut, wie unterschiedlich die Prozesse sind, welche unterschiedlichen Meeresbereiche es gibt. Vor allem, wenn man in Tiefseegebiete taucht mit Tauchrobotern, dann ist es jedes Mal wieder wahnsinnig faszinierend, neue Organismen und neue Prozesse zu entdecken. Und was mir auch sehr viel Freude macht, ist die Arbeit auf dem Schiff mit verschiedensten Leuten, die aus aller Herren Länder kommen und sehr unterschiedliche Hintergründe haben, sehr unterschiedliche Disziplinen, die sie vertreten. Das fasziniert mich an dieser Arbeit wirklich sehr. Mit einem Besuch der Robben auf der Helgoländer Düne verabschieden wir uns.